So, Lehm ist auch in Europa ein uralter Baustoff. Man kennt Belege, gibt es in der Archäologie aus dem Neolithikum praktisch, wo vor allem mit Flechtwerk, mit Lehmbewurf sehr stark gearbeitet worden sind. An sich die ersten Behausungen so vom Übergehen in die Sesshaftwerdung waren ja meistens aus einfachen jetzt Holz- oder Stangenkonstruktionen gebaut. Das Ganze ist dann mit Lehm eingepackt worden, um so ein bisschen stabiler zu machen, beziehungsweise auch eine gewisse Dämmwirkung zu erreichen. Also das ist wirklich ein uralter Baustoff. Heutzutage bemühen wir uns beim Hausbau um Energieeinsparungen. Ein Fund in Lengenselbold in Hessen zeigt auf, dass die Menschen auch schon vor 3400 Jahren über hervorragende Methoden der Wärmedämmung verfügten. Zur Ausstellung beim Hessentag 2009 wurde die Wand rekonstruiert. Die Hessische Energiesparaktion hat die Wärmedämmung einer solchen Wand berechnet. Mit einer 10 cm dicken Grasfüllung ist der Wärmeschutz verblüffend gut. Der U-Wert liegt zwischen 0,5 und 1,0 Watt pro Quadratmeter und Kelvin, je nachdem, wie fest das Gras eingestoppt wurde und ob es feine oder grobe Grashalme waren. Mit einer gewissen Demut stellen wir fest, dass diese Qualität erst 1995 mit der damaligen Wärmeschutzverordnung wieder erreicht wurde. In den Jahrtausenden dazwischen wurde der Wärmeschutz der Wand wieder schlechter. 4 bis 6 Mal schlechter ist der Wärmeschutz einer Fachwerkwand. Die Vollziegelwand war immer noch 3-mal schlechter als die bronzezeitliche Energiesparwand. Der Fortschritt führt uns also manchmal nur wieder zum Bewerten aus der Vergangenheit zurück. Ja, das ist eine gesamte Wandkonstruktion. Sehr vereinzelt findet man diese Konstruktion bei uns in den Dachböden. Meistens ist die Giebelmauer so eine Gefache. Aber bei weitem nicht so hochwärmedämmend wie das von dem Foto, von dem Bild, was man da gesehen hat, sondern das ist meist nur der Putzträger sozusagen. Es ist ja ein sehr günstiger Putzträger, wenn ich was flechten tue, aus Weidenruten oder wie es halt bei uns ist, aus Haselnuss. Routen, dann kann ich das flechten und ich kann es dahinter ausstopfen mit Dämmung, egal was ich da reingib. Das ist eine Variante. Und ich habe zugleich einen Putzträger, ich verputze das mit Lehm. Und der Lehm in seiner gesamten Fläche erfüllt mal die Luft- oder Winddichtheit. Aber so wie es ich heute kenne, findet man das maximal an den Giebelwänden von einem Haus, wo es herunten gemauert ist, vielleicht eine Steinmauer. Und das obere eine Holzkonstruktion ist und dieser Giebel hat einen starken Wand, das sieht man ab und an, wenn man bei den Häusern fährt und es bröckelt der Putz runter, dann merkt man noch diese Strukturen drin. Schauen recht schön aus. Ja. Wird aber nicht mehr gemacht, aus Kostengründen natürlich. Wer tut sich die Arbeit an und flechtet praktisch sowas? Ne? Das macht der Korbflechter für seine Schwingerl und seine Sachen, aber einen starken Wand baut kein Mensch mehr. Da gibt es halt andere Varianten. Dass ich zum Passivhaus komme. Gibt es auch historische Beispiele, zum Beispiel im Burgenland, wo es die Holzblockbauten gibt, die als Ganzes mit, teilweise gibt es alte Fotos, wo man hunderte Holznägel in diesen Blockbau eingebracht hat und dann 6-7 cm Lehmputzschichten aufgebracht hat. Es waren meist Lehm-Stroh-Mischungen und das Ganze hat die Bauten nicht nur feuerfester gemacht, sondern da hat man dann einfach auch nicht dieses Fugenproblem, das man oft zwischen den Holzpolen hatte. Es ist einfach dichter Bau und auch gut gedämmt. Und das sind durchaus Anleihen aus der traditionellen Architektur, die man sich da wieder zunutze machen könnte. Also Mischungen aus Lehm und Stroh. Wenn der Lehm keine tragende Funktion hat, ist das überhaupt kein Problem. Wenn es tragender Baustoff ist, hat man mit Stroh natürlich das Problem bei Leichtlehm, dass es auch die Druckfestigkeit noch einmal mindert. Aber wenn man es eher zu Ausfachungs- oder Dämmzwecken verwendet oder als Putzschicht, spricht nichts dagegen, auch relativ viel Stroh beizumengen, weil dann die Dämmwirkung erhöht wird und gleichzeitig aber die Speicherwirkung des Lehms erhalten bleibt. Waldviertel, Mühlviertel gibt es sehr viele Steinbauten und Ausfachungen mit Ziegel. Ansonsten Weinviertler Gegend, Ziegelbauten mit gebrannten Ziegeln
mit getrockneten Ziegeln, also richtige Lehmziegel, Grünlingen sozusagen. Das ist halt so, das findet man bei uns in der Gegend. Ja. Österreich. Stampflehmbauten, ganz wenig. Also Wellerbau ab und an einmal, kleine Projekte vielleicht. Aber ansonsten ist es typisches Ziegelbau. Und neuerdings halt auch natürlich Holzbauten. Aber es sind eher die neueren. Ja. Eine andere interessante Technik heißt Wickelstacken. Mit Lehm eingeweichtes langes Stroh wird um Eichenstacken gewickelt und im feuchten Zustand als Deckenlager zwischen Deckenbalken in Nuten geschoben. Nach der Trocknung kann die Oberseite mit Lehmestrich, Schütung oder ähnlichem versehen werden. Die Unterseite wird anschließend mit Lehm verputzt. Die Wickelstacken werden heute ebenfalls ausschließlich in der Restauration und in der Fachwerksanierung eingesetzt. Diese Technik wird auch bei der Bogendeckenkonstruktion angewendet, kann aber auch im Fachwerkbau in der Wand angewendet werden. Gerade die Erhaltung ist uns gerade an der Baugeschichte, Bauforschung ein wichtiges Anliegen. Gerade in den letzten Jahrzehnten sind ganz viele Lehmhäuser im Weinviertel zerstört worden. Die Leute wissen nicht, wohin sie sich wenden sollen, wenn sie in einem Lehmhaus wohnen. Sie haben auch keine Ansprechpartner. Das wäre auch eine wichtige Funktion einer Lehmbauvereinigung, dass man einfach mal einen Auftritt hat im Internet, dass Leute, die jetzt Experten suchen, die sich da auskennen, Ansprechpartner finden. Und dann eher gewillt sind, ihre Lehmbauten nicht abzureißen, sondern doch zu erhalten. Die Baumeister, die dann dazu gerufen werden, die auch mit Lehm kaum in Berührung gekommen sind, sondern einfach ganz konventionell immer wieder die gleichen Bauten umsetzen, raten den Leuten, reißt das weg, was wollt ihr mit dem, baut was Neues. Und sehr viele hören natürlich drauf und deshalb ist der Lehmbaubestand im Weinviertel massiv geschwunden, gerade über die letzten Jahrzehnte. Und da gilt es auch, bevor wir jetzt neu planen und Lehm als neuen ökologischen, nachhaltigen Baustoff entdecken, wäre es natürlich in erster Linie einmal wichtig, den Bestand, den wir noch haben, zu schützen und zu erhalten. Und diese selbe Konservierungswirkung auf anderer Basis hat er auch auf Holz. Darum hat der Kollege Vollhardt eben im Rheinland einen Fachwerkbau untersucht und hat festgestellt, dass die Eichenbalken 800 Jahre alt sind, original erhalten, bis auf eben so kleine feuchte Schäden. Das ist aber im Prinzip für jedes Gebäude langfristig tödlich. Und da irgendwo das Dach jahrelang kaputt ist. Da ist man jetzt gerade bei den Fachwerksbauten ganz stark wieder dazu übergegangen, wirklich auch den Lehm wieder einzusetzen. Ja, weil es mit den anderen Materialien gar nicht so leicht ist, dass das mit dem arbeitenden Holz mitgeht, dass das Zugspannungen aufnimmt. Da ist der Lehm durchaus optimal, ja, und verträgt auch viel, konserviert auch das Holz. Also das hat schon viele Vorteile. Da geht man jetzt sehr stark schon wieder in diese Originalsubstanz zurück. Also wir haben ja in Herzogenburg ein Lehmbauprojekt gehabt, da ist auch schon ein Lehmgebäude umgesetzt worden. Die Reaktion eines Passanten war, na jetzt bauen sie bei uns auch schon so wie in Afrika auf dieses Lehmhaus. Das heißt, die Leute sitzen im Weinviertel eigentlich nach wie vor umgeben von Lehmbauten, wissen das aber gar nicht, sondern Lehmbau wird automatisch assoziiert mit Afrika, weil man eigentlich nicht weiß, dass das bei uns genauso eine sehr lange Bautradition hat. Und dieses Bewusstsein zu schaffen, da braucht es wirklich einer gewissen Lobby, auch einer Öffentlichkeitsarbeit, auch einer Vereinigung, die da dahinter steht. Und ich glaube, das ist, abgesehen jetzt von der Vernetzung und dem Wissensaustausch, eine ganz wichtige Funktion eines Lehmbaunetzwerks. Ein interessantes Beispiel in die Richtung ist, wir in Iran beobachtet, auf Khasham Island, das ist so eine kleine Insel im Persischen Golf.
Die haben sehr viele Palmgärten, also die Dattelpalmbewirtschaftung ist ein sehr wichtiger Wirtschaftszweig. Und die haben für diese Wasserarchitektur, Wasserkanäle, Kanaten, Zisternen, die dort sehr wichtig ist, ein ganz eigenes Verfahren entwickelt, um den Lehm wirklich wasserfest zu machen. Das nennt sich Sarutsch und ist eigentlich eine Mischung aus Lehm, auch wiederum mit sehr viel Kudung. Das Ganze wird aufgebreitet und dann in Brand gesetzt. Durch diesen Dunganteil brennt das Ganze. Dann wird es wieder vermischt, zerkleinert und noch einmal mit Wasser abgemischt und aufgetragen. Und wenn man das dann aushärten lässt, wird es wirklich hart wie Beton und völlig wasserundurchlässig. Ist aber wirklich nur in diesen Bauten, die eben mit Wasser zu tun haben, Kanälen, Zisternen, Brunnen und so weiter eingesetzt worden, weil es einfach für den Hausbau oder als Putzmaterial zu aufwendig wäre in der Produktion. Also damit könnte man natürlich einen Putz auch weitgehend wasserdicht machen. Aber da hat man lieber alle paar Jahre wieder mal neu verputzt, als dieses aufwendige Verfahren da anzuwenden. Also es ist auch immer, wofür brauche ich es, welchen Aufwand nehme ich auf mich, wie teuer sind vielleicht oder schwierig zu erhalten sind vielleicht diese Zusätze, die man dem Lehm beimengen kann. Ja, das ist eigentlich eine Art gebrannten Ziegel herzustellen, aber nicht bevor man damit baut, so wie man das halt gewohnt ist von einem gebrannten Ziegel, sondern man baut eigentlich vorher mit Lehmziegel und brennt dann sozusagen das ganze Haus. Das ist in Indien hat schon Tradition. Ja. Vor allem auch, weil sie in Indien sehr viel diese Gewölbebauten auch haben, was sich für solche Verfahren ganz gut eignet, weil es keine Holzkonstruktion gibt, die ja zum Beispiel bei Flachdächern benötigt wird. Wenn ich jetzt einen Lehmkuppel oder eine Tonne habe, dann ist es eigentlich aus einem Guss und nur aus dem Material Lehm. Und das bietet sich dann an, dass man das gesamte Gebäude sozusagen brennt. Ist auch ein Verfahren, in Afrika sieht man das in verschiedenen Ländern auch, wo Lehmziegel produziert werden. Dann wird das aufgestapelt und die gesamten Ziegel werden einfach von innen befeuert, dann aber wieder abgetragen und für neue Bauten verwendet. Also da ist dann halt die Qualität sehr unterschiedlich, weil wenn der Ziegel näher am Feuer war, ist er gut durchgebrannt. Die äußeren Ziegel haben dann natürlich eine sehr unterschiedliche Qualität. Da muss man immer eher vorsichtig sein. Aber das ist nach wie vor eine beliebte Methode, gebrannte Ziegel herzustellen. In vielen afrikanischen Ländern sieht man das. Das Problem dabei ist eben, dass es in sehr vielen dieser Länder kaum mehr Holz gibt oder Holz wirklich Mangelware ist. Und gerade für diese Art des Brennens wird einfach sehr viel Holz benötigt. Und es ist oft gar nicht notwendig, eigentlich die Ziegel unbedingt zu brennen. Man könnte mit den ungebrannten Ziegeln, wenn man ein paar Regeln beachtet, genauso gut bauen. Hätte vielleicht sogar Vorteile für das Raumklima, weil der Ziegel, Lehmziegel, viel eher temperaturausgleichend wirkt als der gebrannte Ziegel. Ja, diese Funktion des Temperaturausgleichs ist in Österreich nicht so wichtig, weil wir gemäßigtes Klima haben, aber in sehr heißen, trockenen Klimazonen kommt es nicht von ungefähr, dass der Lehmbau meist weit verbreitet ist. Erstens, weil natürlich Lehm oft die einzige Ressource darstellt, aus der man bauen kann. Andererseits ist es aber auch so, dass der Lehm so eine temperaturverzögernde Wirkung eigentlich hat. Das heißt, wenn es tagsüber sehr heiß ist, was in trocken, heißen Klimazonen oft ist, nimmt er die Wärme stark auf und gerade in so Art Wüstenklima kühlt es dann meist in der Nacht sehr stark ab. Und dann gibt der Lehm zeitverzögert die Temperatur wieder an den Innenraum ab. Und in der Früh ist es dann wieder sehr kühl im Raum und das kann sich tagsüber wieder aufheizen. Also das, eigentlich ist dieses heiß-trockene Klima mit kühlen Nächten und sehr heißen Tagen optimal für den Lehmbau. Deshalb findet man das in Äthiopien, in Ägypten, im Irak, Iran, also sehr stark in trocken, heißen Regionen, kann der Lehm wirklich diese temperaturausgleichende Wirkung voll ausspielen, was in unseren Breiten jetzt nicht so das wichtige Thema ist eigentlich. Ja. Wir haben ja auch sehr viel im außereuropäischen Raum mit Lehm gearbeitet und ganz viele Zuschläge gibt es eben in unterschiedlichsten Regionen, je nach Verfügbarkeit. Kudung zum Beispiel wird in ganz vielen Regionen als Zuschlag vor allem zum Lehmputz dazugegeben. Es ist einfach
verfügbar in vielen Regionen, zum Beispiel auch in Regionen mit Pastoralwirtschaft, wo es keine Landwirtschaft gibt, wo man vielleicht kein Stroh hat, da hat man Viehwirtschaft. Da ist natürlich Kuhdung vorhanden. Auch das ist so, durch diesen Fermentierungsprozess im Dung werden auch Inhaltsstoffe freigemacht, die dem Lehm extrem dicht machen und einfach dieser Rissbildung dann vor allem bei Verputzarbeiten vorbeugen. In Äthiopien haben wir es gesehen, dass dann auf diesen Putz, der mit Dung schon verstärkt ist, gibt es dann eine eigene Schicht, wo dem Putz Ochsenblut oder Blut aus Schlachtungen zum Beispiel beigefügt wird. Da wird der Lehm ganz dunkel, fast schwarz, und das ganze Material wird dann aufgebracht als letzte Schicht, dann noch poliert. Also das wird eine richtig glänzende, fast schwarze Fassade, zum Beispiel bei diesen Rundkirchen in Äthiopien aus Lehm, die es ja noch, was ja noch einige gibt, sieht man das sehr stark. Und es wird eine quasi wasserdichte Fassade. In Ghana war es spannend, die haben eine ganz einfache Lehmarchitektur aus, bei uns sagt man Wurzelmauerwerk, das sind Lehmbatzen, wo einfach diese Rundhäuser in Schichten feucht in feucht mit Batzen aufgebracht werden. Sind Gehöfte, die meist aus mehreren Rund- oder auch Rechteckshäusern bestehen. Nach 7-8 Jahren ist das Material so aufgeweicht, dass es eigentlich in sich zusammenstürzt und es werden wieder neue Räume geschaffen. Warum es dort kein Fundament gibt, ich weiß es nicht. Das sind die Dinge, die man sich oft fragt, weil es wäre ganz ein leichtes, dort 30 cm Stein, die gibt es, ein Fundament zu machen, vielleicht die Wände nicht 15 cm, sondern 20, 25 cm stark zu machen, ein bisschen mehr Dachüberstand, das traditionelle Strohdach nicht 10 cm, sondern vielleicht 50 cm überstehen zu lassen. Und diese Architektur würde Jahrzehnte halten, mit ein bisschen ab und zu verputzen. Ist aber nicht. Ich glaube, weil es einfach so in diesem Prozess des Lebens dort so drin ist, dass sich Häuser eben wie alles andere in der Landwirtschaft, da gibt es die Ernte, da gibt es die Zeit, wo man sät, da gibt es die Zeit, wo sich was entwickelt, das ist auch aufs Haus übertragen. Ein Haus ist nichts Permanentes. Und es gibt kein Bedürfnis nach einem stabilen Fundament, das das Haus haltbar macht. Weil sonst, anders kann ich mir das nicht erklären, dass man auf so einfache Maßnahmen bis heute nicht gekommen ist. Bis jetzt war das kein Problem, dass Häuser in sich zusammenstürzen und man baut es halt mit dem gleichen Material wieder neu. Wenn man die Leute heute fragt, sagt jeder, ich will in keinem Lehmhaus mehr wohnen, weil das ist nicht dauerhaft. Plötzlich ist das ein großes Problem geworden, was Jahrhunderte kein Problem war. Und dann gibt es nur diesen direkten Übergang vom Lehmhaus in den Betonbau. Und dazwischen Lehmhaus, zum Beispiel mit Fundament, mit Dachüberstand, diese Zwischenlösungen gibt es leider nicht. Und das wäre eigentlich das Interessante, dass man zeigt, es gibt nicht nur den vergänglichen Lehmbau oder den Betonbau, sondern es gibt durchaus auch Lehmbau, der dauerhaft ist, mit wenig Aufwand. Und das ist das, was in ganz vielen weniger entwickelten Regionen sehr frustrierend ist zu sehen, dass man von dieser wirklich traditionellen, an die Natur angepassten Bauweise direkt in den Betonbau übergeht und dass es keine Zwischenstadien gibt. Das ist sehr schade. Natürlich fortschrittlich und nach vorne schauend und mit neuer Qualität. Wir haben jetzt ja auch in dem Bereich ganz andere Möglichkeiten zu agieren. Natürlich kann man auch traditionelle Bauten noch sehr stark verbessern, oft durch einfache Maßnahmen. Also das heißt jetzt nicht zurück unbedingt zu den Wurzeln. Schon zurück an die Wurzeln schauen, aber dann zu schauen, was kann ich damit machen? Wie kann ich das mit einfachen Mitteln auf heutige Maßstäbe umlegen? Das wäre eigentlich eine gute Oder das ist auch das, was wir im Entwerfen immer wieder versuchen. Schaut euch an, was es dort gibt. Und nicht unbedingt, ja, das ist nichts mehr wert, sondern die Qualitäten zu erfassen und die dann auch in die heutige Zeit zu tragen. Aber das heißt nicht, dass man nicht irgendwo auch einen Betonträger als Ringbalken in einer erdbebengefährdeten Region, ja, nimmt der halt einmal sehr viele Kräfte auf. Aber das heißt nicht, dass ich das ganze Gebäude aus Betonziegeln machen muss. Fundament, wenn ich keine Steine habe, ja, kommt an Beton eigentlich nichts anderes heran. Aber da komme ich vielleicht mit 10-20% Beton aus, statt mit 100%.